Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar, hat es ja schon im vorherigen Video angekündigt, haben wir hier das Asus TUF Gaming GT 502 Case. Das schauen wir uns heute in Ruhe an. Da verbauen wir drin das TUF Gaming Z97 Plus Wi-Fi D4. Dazu ein 750 Watt Netzteil aus der TUF Gaming Reihe und eine GeForce RTX 3070 Ti, natürlich auch die TUF Gaming Variante. Das alles in Kombination mit einem i5 13600K. Dass wir uns das Ganze hier angucken, hat auch einen Grund. Und zwar gibt es das alles zu gewinnen. Und zwar als Weihnachts-Giveaway bei PCHMG. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da sind die ganzen Links zu den sozialen Kanälen. Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wir schauen uns jetzt mal die Komponenten einzeln an. Schauen wir uns erstmal das Case an. Das Case ist seit dem 14.11. auf dem deutschen Markt. Das hat hier oben diese typischen Schlaufen. Das kennen wir von einigen Asus-Gehäusen. Und hier vorne in der Glasscheibe, hier an der Seite auch eine Glasscheibe. Gut, das mit der Seite, das haben die meisten Cases, aber das hier vorne haben relativ wenige. Was das Frontpanel angeht, haben wir hier ganz normal den Ein- und Ausschalter, Reset-Knopf, zweimal USB 3.0 haben wir mit dabei, einen LED-Steuerungsknopf, USB Typ C 3.1 und hier haben wir noch eine Kombibuchse für Mikrofon und Kopfhörer. Und was ich schon mal sehr, sehr geil finde, wenn ihr dieses Seitenteil abnehmen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Knopf hier vorne drücken. Und wenn ihr den drückt, dann poppt die schon so raus und dann könnt ihr die ganze Scheibe einfach so rausnehmen. Schauen wir uns das Innere an, haben wir hier 3x120er Plätze für Lüfter. Ihr könnt den ganzen Rahmen auch rausnehmen, die Lüfter vormontieren, wieder reinsetzen. Hier haben wir ebenfalls Platz für 320er bzw. einen 360er Radiator. Hier oben könnt ihr auch einen 360er verbauen, das sieht man gleich von oben ganz schön. Dann nehmen wir diesen Deckel noch ab. Und schauen wir uns hier die Rückseite an, haben wir auch nochmal einen leichten schwarzen Schriftzug mit 502 TUF. Hier vorne noch diese Lochblende, weil da ebenfalls ein Radiator hintergebaut werden kann. Und hier habt ihr ebenfalls noch weitere Lüftungsschlitze, damit ihr auf jeden Fall einen guten Airflow habt. Das System ist hier genau das gleiche. Ihr drückt einfach diesen Knopf und könnt dieses Blech einfach entfernen. Hier seht ihr auch nochmal diese ganze Blende. Wie gesagt, hier kann auch ein Radiator angebracht werden. Einfach diese vier Schrauben dann abmachen. Dann kann man die rausnehmen, vormontieren und einfach wieder reinsetzen. Hier unten haben wir noch für eine HDD zum Beispiel einen Einbaurahmen, den nehmen wir aber gleich raus, weil wir hier natürlich drei Lüfter einbauen und dann würde der so ein bisschen stören. Hier kommt das Netzteil rein, ihr seht auch, es ist ein Zweikammergehäuse, ihr habt übelst viel Platz für Kabelmanagement, man muss es einfach so sagen. Schaut euch mal an, wie viel Abstand hier einfach ist. Da könnt ihr eigentlich alles super verlegen und auch anbringen. Was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, wir haben hier natürlich auch noch diese ganzen Durchlässe für die ganzen Kabel. Das heißt, die sind auf jeden Fall gut abgedeckt. Man kann nicht hinten ins Gehäuse gucken, das ist schon mal ganz fein. Wenn wir hier oben den Deckel abnehmen wollen, dann machen wir jetzt einfach dieses Klett hier ab. Das dürfte jetzt ein bisschen lauter sein. Dann legen wir das nach hinten. Und dann könnt ihr den Deckel ganz einfach abnehmen, indem ihr den ein bisschen hochzieht. Der wird magnetisch gehalten. Hier haben wir mehrere Magnete. Das sind diese drei Stück, die halten das Ganze. Und dann könnt ihr hier oben auch schon schön eine 360er Wasserkühlung einbauen. In dem Deckel ist natürlich ein Staubfilter, den könnt ihr auch einfach entfernen. Bei der Rückwand, die wir eben abgebaut haben, haben wir ebenfalls überall Staubfilter, drei Stück an der Zahl. Die sind jetzt hier an der Seite noch mit so einem Klebestreifen festgemacht, einfach nur wegen dem Transport. Die werden allerdings magnetisch gehalten. Was die Unterseite angeht, haben wir auch noch einen Staubfilter. Den kann man einfach hier vorne rausziehen. Das ist ganz nice to have. Kann man dann sauber machen und einfach wieder reinschieben. Das funktioniert wunderbar. Wie eben schon erwähnt, als Hardware, die unter anderem da reinkommt, haben wir hier das TUF Gaming Motherboard Z97 Plus Wi-Fi D4 mit DDR4. Klappen wir die ganze Geschichte auf, haben wir hier einfach nur Zubehörmaterial. Hier ist das eigentliche Board. Das Zubehör, was hier drin war, war die WLAN-Antenne. Seht ihr ja in diesem typischen Asus-Design, die haben ja öfters so eine Haifischflosse, könnte man schon fast sagen. Und hier bei dem Board, da haben wir jetzt schön gekühlte Spannungswandler, wie ich das erwarte, ein schönes I/O-Shield. Hier ist ein 1700er Sockel, sprich ihr könntet da jetzt ein 12.000er oder ein 13.000er Intel draufklatschen. Vier RAM-Bänke für Erweiterungsmöglichkeiten. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier können auch zwei weitere verbaut werden. Natürlich ist das der Grafikkartenslot und dann habt ihr noch mehrere Anschlussmöglichkeiten für eine USB-Erweiterungskarte oder eine Capture-Karte oder ähnliches. Von den Anschlüssen her haben wir hier 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, Antennenanschluss natürlich, USB Typ C, USB 3.1 haben wir zweimal, Netzwerkanschluss, viermal USB 3.0, dann haben wir hier noch die Onboard-Grafik. Je nach Prozessor könnt ihr die dann benutzen oder eben nicht. Wenn ihr eine Grafikkarte drin habt, macht das sowieso keinen Sinn, das irgendwie zu benutzen. Und das Board bauen wir jetzt schon mal ein. Bei dem Gehäuse selbst ist natürlich auch noch so eine Accessory-Box mit dabei, wo die ganzen Schrauben drin sind für das Mainboard, noch ein paar Kabel hier und da. Hier haben wir noch so eine Halterung für die Grafikkarte zum Beispiel. Hier haben wir Kabelbinder und diese Klett-Kabelbinder, die finde ich persönlich sogar ein bisschen schöner, die ganzen Schrauben natürlich. Hier ist noch ein Einbaurahmen drin, falls ihr die Grafikkarte hochkant verbauen wollt.
Ich habe mir das ganze Gehäuse jetzt einmal auf die Seite gelegt, damit ich das Mainboard natürlich besser einbauen kann. Was ich schon mal cool finde, ich habe es gerade mal von Hand reingesetzt, diese ganzen Abstandshalter sind schon passend für ATX gesteckt, sprich ihr braucht da nichts mehr rein- oder rausdrehen. Die Schraubengewinde passen auf jeden Fall 1:1. So, das Board ist drin, jetzt setzen wir noch den Prozessor ein. Natürlich hätte man auch vorher machen können, aber ich mache es einfach jetzt, das macht keinen Unterschied. Und wie eben schon erwähnt, kommt hier der 13600K zum Einsatz. Aktuell preis-leistungstechnisch von Intel der beste Prozessor, den ihr euch so zum Zocken holen könnt. Bevor ich das Netzteil hier einbaue, nehme ich erstmal den HDD-Rahmen hier raus, dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Platz. Der war einfach nur mit zwei Rändelschrauben festgemacht, einmal mit dieser hier vorne und hier oben ist noch so ein kleiner Flügel, da war quasi diese Rändelschraube und so war der einfach nur festgesetzt. Als Netzteil kommt hier das Asus TUF Gaming 750 Watt zum Einsatz. Hier haben wir einmal die Kaltgerätestecker, einmal in US-amerikanischer Ausführung und einmal EU. Auch hier sind wieder Kabelbinder mit dabei und dann noch diese Klett-Kabelbinder, die ich ganz cool finde. Und hier haben wir das TUF-Netzteil. Leider keine Modularität, 80 plus Bronze, immerhin, reicht aber für dieses System völlig aus. Und da setzen wir jetzt, wie vorgesehen, hier natürlich in diesem Schacht von dem Gehäuse ein. Da steht es auch schon, Wiener 1. Und dann haben wir es auch schon festgeschraubt. Übrigens, für die, die sich fragen, wie das hier funktioniert mit dem Radiator, den kann man hier ganz normal von innen anbringen. Da würde sich dann die Luft quasi von hier ziehen oder sie reinziehen und dann hinten rauspusten. Das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Die vier Schrauben habe ich jetzt natürlich gelöst. Ich brauche ja hier keinen Radiator, aber ich muss gleich hier an diese Platten dran, wo ich dann die Lüfter auch festmache. Und dementsprechend nehmen wir den jetzt einfach hier raus. Und jetzt sieht man auch einfach nochmal, wie viel Platz hier drin einfach ist. Ich finde das mega. Für Kabelmanagement und so ist das eine super Sache. So, die drei Platten, die hier vorne drin waren, haben wir jetzt einfach rausgeschraubt. Die werden hier mit vier Schrauben quasi gehalten. Die habe ich jetzt einfach rausgenommen. Die Seite habe ich jetzt soweit mit Lüftern versorgt. RGB-Lüfter, sehen wir auch gleich noch optisch, wie das aussieht. Und hier oben haben wir dann noch diesen Schacht. Da werden einfach nur zwei Schrauben gelöst. Und dann kann man das ganze Ding abnehmen und dementsprechend da auch die Lüfter vormontieren. Natürlich könntet ihr da jetzt auch eine 360er Wasserkühlung zum Beispiel einbauen. Ich finde das immer ganz geil, wenn das so modular ist, weil dann braucht ihr nur den Rahmen nehmen, Wasserkühlung dran machen, hier oben reinsetzen. Da braucht ihr nicht das ganze Gehäuse nehmen und darin rumfummeln. Die Lüfter sind soweit verbaut, drei Stück, a 120 mm. Jetzt bauen wir noch einen ins Heck rein und dann schauen wir uns mal die Verkabelung in diesem Gehäuse an. Ich habe auch noch eine kleine Info für euch. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine Wasserkühlung zu verbauen, die einen etwas dickeren Radiator hat, ist das auch kein Problem. Ich messe hier gerade bis zur Gehäusedecke ca. 70 cm. Das reicht also ganz locker. Ihr werdet nicht irgendwie mit dem RAM oder den Spannungswandlerkühlern des Mainboards irgendwie kollidieren. So, die Verkabelung. Ja, es sind sehr, sehr viele Kabel. Ich habe ja insgesamt 7 Lüfter in diesem System. Das heißt, es sind alleine 14 Lüfterkabel, die ich jetzt hier oben durchgelegt habe. Alle hier runter bis zu dem Verteiler. Natürlich hätte ich die jetzt noch ein bisschen drehen können und die Kabel hierher legen können. Aber ich habe jetzt soweit alles hier unten reinbekommen. Ich weiß, schön ist anders, aber man sieht es ja hinterher sowieso nicht mehr. Hauptsache, es sieht vorne clean aus. Und jetzt haben wir hier noch die Grafikkartenkabel und dann bauen wir gleich die Grafikkarte ein und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Hier jetzt einmal der Blick von vorne. Man sieht, ich habe alle Kabel soweit hier oben gut reingekriegt. Hier hinten auch das CPU-Kabel. Da ist so viel Platz, da könnt ihr mit der ganzen Hand reinlangen. Hier habe ich jetzt noch den Kühler drauf gesetzt, die beiden RAMs und jetzt kommt noch die Grafikkarte rein. Dann ziehen wir die Kabel hier unten noch durch und dann sind wir schon so gut wie fertig. Und hier haben wir auch schon das Schmuckstück. Das ist eine 3070 Ti, eine Asus TUF Gaming. Die Folie nehme ich natürlich gleich noch ab. Das ist auch schon ordentlicher Oschi. Den setzen wir jetzt in das Gehäuse ein und dann schauen wir mal, dass auch alles läuft. Was ich auch ganz witzig finde, ich habe hier gerade diese Rändelschrauben abgemacht, um eben die Grafikkarte reinzusetzen. Da drückt man einfach drauf, das ist wie so ein Scharnier und dann kommt man hier an alle Schrauben dran und wenn man fertig ist, macht man einfach wieder zu und dann passt das. Ich kenne das als abnehmbare Blende, mit Scharnier ist mir neu. Und was ich gerade auch noch gesehen habe, was ich voll cool finde, ist das erste Board, was ich so sehe. Ich habe das schon öfters in Videos gesehen, aber noch nie selber gehabt. Früher musste man diese Klemme hier immer rein und rausdrücken, da kam man immer schlecht dran mit dem Finger. Hier drückt man einfach nur auf den Knopf und dann bewegt die sich hier vorne. Dann wird einfach die Grafikkarte gelöst. Ich finde das mega. Ist einfach vereinfacht. Wunderbare Sache. So, jetzt haben wir alles verbaut. Ihr seht, die Grafikkarte ist auch drin. Ich habe jetzt nur ein Kabel genommen. Normalerweise sollte man halt zwei nehmen, ne, die halt auch beim Netzteil mit dabei sind. Aber ich will es ja gleich nur mal einschalten, um zu gucken, wie die ganze Geschichte aussieht. Es ist soweit alles drin. Die Lüfter sind drin. Oben sind sie auch drin. Das sieht man hier jetzt nur ganz leicht auf der Kamera. Und dann schauen wir mal, ob die ganze Kiste läuft. Und siehe da.
Das System läuft. Wir haben hier an der Seite die drei Lüfter, da oben die drei Lüfter. Hier vorne haben wir noch einen. Klar, das spiegelt jetzt so ein bisschen wegen der Glasscheibe. Und ich finde schon, das sieht ganz geil aus. Und ihr müsst auch mal schauen, ihr habt nach vorne hin noch so viel Platz. Und das ist eine 3070 Ti, also für eine 4080 und eine 4090 wird das auf jeden Fall auch reichen. Wie gesagt, in das System kommt noch eine Custom Loop rein für den Prozessor. Das ist nicht das finale Ergebnis. Auch der RAM wird noch getauscht. Hier der Kühler, der kommt noch weg, das ist klar. Den könnt ihr dann auf jeden Fall gewinnen bei PCHMG. Wie gesagt, folgt den Social Media Kanälen von PCHMG. Da werdet ihr immer auf den aktuellsten Stand gebracht, was das Weihnachts-Giveaway angeht. Und ich würde sagen, das ist schon ganz geil. Ich kann jetzt nochmal von oben einmal filmen. Hier sieht man es auch. Wunderbare Sache. Da leuchtet der RAM ein bisschen durch. Nicht wundern, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber das Case geht schwer in Ordnung. Ihr habt übelst viel Platz, auch fürs Kabelmanagement. Ich finde das echt eine super Nummer. Selbst mit einer Wasserkühlung mit dicken Radiator, die jetzt da oben reinkommen könnte oder hier an der Seite, reicht der Platz dicke. Das ist ja immer einer der Gründe, zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein Case kauft mit einer dicken AIO, passt das überhaupt da rein, vorne oder an der Seite oder so? Hier braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Kabelmanagement technisch auch mega das Teil. Ich habe mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben, aber es ist auf jeden Fall top. Es ist halt ganz schön, wenn man immer so zwei Kammern hat, wo man drin bauen kann. Ist eine super Sache. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da und auch gerne einen Kommentar, wie ihr das Gehäuse findet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.